Also ich hätte noch ein anderes Thema, aber ich war, oh, soll ich das jetzt vermischen? Ja, ist egal, ne? Ist ja alles jetzt passiert. Das nächste Thema, das ist, das war nicht heute Morgen, das war vorgestern Abend. So, pass mal auf. Ich hatte ja schon erzählt, ich war krank, ne? Oh mein Gott, ich kann nur nicht auf dem Bauch im Wasserbett. Ja, ich war krank, und dann hatte ich mich so langsam, vorgestern Abend habe ich gedacht, oh, ich fühle mich schon so ein bisschen, ich gebe jetzt mal den Pflanzen Wasser, weil ich habe so, ja, die waren schon so, 2 Tage haben sie nichts gekriegt, weil ich krank im Bett lag. So habe ich gedacht, oh Gott, meine armen Pflanzen, das sind ja meine Freunde und gell, die müssen ja auch, ich bin, die sprechen mit mir, sagen, hallo, gieße mich, ich brauche Wasser. Ja, und da habe ich gedacht, okay, mache ich. War so voll, da bin ich immer so voll, so in meiner Welt. Das ist so ein meditativer Akt für mich, ne, meine Pflanzen zu versorgen. Ja, und dann, oh nee, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr so sitzen. Warte, lichtmäßig, ja, okay. Ih, nicht schön, nicht schönes Licht. Ja, okay. So. Oh, ja, okay, also so geht's, ne? So seht ihr mich. Ich sehe aus wie so eine alte Gurke. Ich bin aber auch gerade erst aufgewacht. Ich sehe halt so aus, wäre ich irgendwie so geil frisiert, aber ich hatte mir so einen Knödel gemacht und ja, so sehen die halt aus. Naja, auf jeden Fall. Ich so die Blumen am Gießen, ne? Auf einmal höre ich so, was? Gebissen? Wie? Wo? Was? Und ich so, wie, was, wo, und war direkt so, ah, was ist passiert? Dann sehe ich die Lena, die sitzt so und heult auf dem Stuhl. Ich so, was? Ja, mich hat gerade ein Hund gebissen. Ich, was? Ja, dieser graue, fette Pitbull von der Ecke. Ich so, was? Ich bin so, ich hab da, ich bin ein bisschen, ich bin ja eine Verrückte. So, und dann, ich sehe nur mein Kind weinen, Pitbull gebissen, ne? Ich so, nee. Ich war ja krank, also ich hatte die Haare nicht gekämmt seit Tagen. Kein BH, nix, so ein Schlabber-T-Shirt und so eine ganz kurze Hose, barfuß bin ich rausgerannt, wollte den Hund auf die Fresse hauen, ne, so krank, bin erstmal raus, so, nee, der kriegt sie jetzt, ist mir auf dem Weg eingefallen, nee, warte mal, ich habe ja gar nicht, wo ist der Baseballschläger, wo ist er, ich brauche einen Stein und so, ne, bin so wie so eine Furie und dann habe ich mir aber gedacht, nee, warte mal, ich muss erstmal gucken hier, was ist denn mit der Lena, ich muss mal gucken, Lena, bist du okay, ne, dann bin ich zurück zur Lena, hab die verarztet. Hab da Wasserstoffperoxid drauf gemacht, habe den Manuka-Honig da drauf geschmiert und ja, dann das Kind getröstet und dann erstmal geguckt, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, ne? Ja, dann hieß es halt, ja, wir müssen die Polizei anrufen, die Polizei, und dann müssen wir bei diesem Tier. Also Humane Society, ich weiß nicht, ob das wie Tierschutz ist, ja. Ich sehe aus wie Herr Bödefeld, ne? Kennt ihr? Herr Bödefeld. Naja, und bla bla blub. Und dann, ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Hund eingeschläfert wird und so, ne? Das fand ich jetzt auch nicht so geil. Aber das ist jetzt auch wieder so ein Thema, ne? Das ist auch wieder so ein Thema. Ne, in Deutschland wurde ja gerade ein Hund eingeschläfert, der 2 Menschen umgebracht hat, und alle regen sich auf. Also, ja, was soll man denn bitte tun? Also, ja, egal. Wir haben das jetzt nicht veranlasst, weil der Mann hat auch Rotz und Wasser geweint, hat seinen Hund erstmal geschlagen. Top, ne, top, top. Also, ne, gegen die Blödheit der Menschen. Ist halt auch leider kein Kraut gewachsen, ne? Naja, er muss den Hund halt jetzt drinnen lassen. Er kann das, ich hoffe, das klappt auch. Ja, die Lena, ich zeige euch Fotos von. Er hat gesagt, der Hund hing ihr. Sie stand am Zaun. Das war halt auch so eine Geschichte, ne? Das war auch wieder so ein Instant Karma, weil sie war mit Leila und Ozzy unterwegs, war am Briefkasten, so, dann. Kam da eine Frau mit so komischen Füßen, sagt die Lena, guck mal, hast du schon mal solche Füße gesehen? Und in dem Moment, schnapp, hing dieses Ding an ihrem Rücken dran, ne? Sie so, oh nein, ich weiß, ich hab's, oh mein Gott, warum? Ja, okay. Und dann hat sie sich da so rausgewunden, hat den abgeschüttelt
Der ist wieder so auf dem Boden, ist dann so weg. Dann kam auch schon der Besitzer raus. Ja, und dann kamen sie halt nach Hause. Ne? Es war, also, was ich halt so krank finde, der Hund hat nicht gebellt, sie hat ihn gar nicht wahrgenommen. Also, der hat sich von hinten quasi angeschlichen und ist hier direkt hier dran, also direkt neben dem Hals. Das ist schon, boah, das war schon echt eklig. Ne? Und ein fetter grauer Pitbull mit so abgeschnittenen Ohren, so ein ganz widerliches Viech, ey. Ich weiß gar nicht, also dafür, also die. The universe and the mother nature ist mit uns und da sind wir dankbar. Ne? Also ich sag jetzt einfach mal so zum Abschluss des Videos, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dankbar, dankbar. Aloha. So, ich hatte ja gestern nachdem ich da diese komische Geschichte da verdaut hatte, hatte ich noch eine Geschichte erzählt und habe das auch aufgenommen und habe aber dann gemerkt, da muss ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Sonst war ich die ganze Zeit so, habe ich gedacht, ich muss da was so zu schreiben, aber das finde ich total nervig, weil das ist auch eine total wichtige Geschichte, die muss in mein Tagebuch hinein, die ist so krass und so krass, was uns da schon wieder passiert ist. Naja, auf jeden Fall. Ja, die Geschichte habe ich ja schon erzählt in dem anderen Teil des Videos. Jetzt muss ich dazu noch was sagen. Ein paar ergänzende Worte. Und zwar wurde ja jetzt auch, ne, der Chico eingeschläfert. Ne? Also dieser Hund in Deutschland, der da zwei Menschen umgebracht hat. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, mir ist es egal. Ich habe da auch keine Lust, mich irgendwie von den Medien beeinflussen zu lassen. Armer Hund, natürlich armer Hund. Weißt du, wie viele arme Hunde es gibt? Weißt du, wie viele arme Kinder es gibt? Also ja, ist halt so. Aber da mich jetzt jeden Tag drüber aufzuregen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, auf jeden Fall habe ich ja dann auch erzählt, dass ich losgerannt bin. Oh, die schreien, die gehen gerade. Ne? Lisa kommt gerade, es ist 8 Uhr morgens. Die kommt hier von ihrer. Aus der Bäckerei und die Kinder schlafen ja immer bei uns und dann geht sie morgens, also nachts geht sie dann zur Arbeit und dann kommt sie morgens wieder und dann gehen die hoffentlich nach Hause. Ja, die haben heute auch Schwimmen. Habe ich euch schon erzählt, dass sie, dass Mozi und Leila jetzt in so einem Schwimmen, wie heißt denn das? Auf jeden Fall, ja, schwimmen. Die schreien da unten rum. Die wollen nicht gehen. Diese Kinder sind so schlimm. Die wollen nicht gehen. Die sind Tag und Nacht bei der Oma und dann will die Lisa gehen. Dann muss sie sich sowas muss sie sich reinziehen. So ein Gezeter. Tschüss, ihr Goldigen. Bis später. I love you. Du kannst ja, wenn du nicht mit schwimmen gehen willst, nachher bei der Oma bleiben, ja? Lisa. Nee, nachher, wenn er zum Schwimmen geht. Aber sag ihm das. Er darf dann bei der Oma bleiben, wenn er, weil er geht noch nicht schwimmen. Also er geht, er muss dann da immer warten, bis die anderen fertig sind und so. Und das will er nicht, will er lieber bei der Oma bleiben. Ja, ist ja auch goldig, ne? Aber ich glaube nicht, es geht glaube ich nicht um mich, ne? Es geht hier um das Haus und so weiter. Und einfach, die fühlen sich hier richtig daheim und ja, wollen immer bei der Oma sein. Beim Opa. Bis später, oh, der muss sie jetzt auch noch, der muss sie auch noch. Ne? Die Lisa hat es echt schwer. Ach, Lieschen, I feel you. I feel you and I'm sorry that you have to go through the same shit I had to go through when I was a young mother. Motherfucker. Ja, sorry. Nee, oh, jetzt na, wurde ich wieder mal rausgebracht, ihr Lieben. Also, worum ging's? Chico wurde umgebracht, ja, ist okay für mich, also ja. Und dann habe ich aber erzählt, dass ich so wie eine Furie rausgerannt bin und wollte dem Hund auf die Fresse hauen. Da könnt ihr dann sagen, so, oh, das ist aber nicht okay. Und
und so. Ne? Aber ihr lieben Leute, erstens habe ich den Hund nicht auf die Fresse gehauen. Ich habe es ja nicht gemacht. Das war aber so ein Impuls in mir, ne? Da ich so dachte, boah, Alter, der kriegt jetzt aufs Maul. So, das Ding ist, ne, da könnte man dann sagen, das ist ja ganz schlimm und ganz tierquälerische Gedanken und so. Nee, das ist da sogar andersrum. Ich bin schon raus, weil ich nehme, Hunde sind für mich gleichwertig. Nee, sind sie überhaupt nicht. Aber könnte man jetzt so drehen, ne? Also ich habe das eher so, wenn jetzt ein Mensch sich an Lenas Schulter festgebissen hätte, glaub mir, der hätte sie gekriegt. Der hätte sie gekriegt. Mit Hunden habe ich noch mehr Mitleid. Ja, der hätte sie wirklich gekriegt, du. Ja, wollte ich nur mal sagen, ne? Also, wäre der Hund in der Sekunde, hätte er vor mir gestanden und ich hätte einen Basie in der Hand gehabt, der hätte, boom, boom, hätte ich draufgeschlagen. Auf jeden Fall, keine Frage. Also, aber was ich sagen will, also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein Angstbeißer ist. Nee, also das ist schon eine krasse Geschichte. Sich von hinten anschleichen und dann direkt hier dranhängen. Das ist ja wie diese Bullterrier, die Bullen dann zu Fall bringen. Und dann, wenn du dann fällst, dann ist vorbei und so. Ne? Also es war schon sehr animalisch und sehr, ja, scary, scary. Aber ja, Lena hat jetzt nicht da angerufen. Das musste sie ja selber entscheiden, ob sie da jetzt anruft und da dafür sorgt quasi, dass der Hund... Oh, sorry, ich weiß, ich fummel immer in meinen Haaren, ich kann nicht anders. Ja, also, dass sie... Dafür sorgt quasi, dass er eingeschläfert wird, aber das will sie auch nicht. Das Ding ist halt auch der Besitzer, ne? Da, und da sind wir wieder auch bei einem Punkt. Es ist einfach, auf diesen Besitzer mit dem Finger zu zeigen, ja, geisteskranke Sau, hat den Hund behindert gemacht und ja, und hat jetzt dann den Hund geschlagen. So, aber auf der anderen Seite hat er auch, alles war voller Tränen, der hat sich in der Ecke gesetzt, der Typ hat bitterlichst geweint, weil er jetzt wirklich Angst hatte, dass ihm der Hund weggenommen wird und dass der Hund eingeschläfert wird. Also er hat auch eine Liebe für den Hund. Er redet auch mit dem Hund. Ne? Also, oh, siehst du, was du getan hast und so. Ne? Hat da auch dem Hund Vorträge gehalten. Ja, so. Und wer will jetzt diesen Menschen verurteilen? Weiß ich, wie der aufgewachsen ist, wie der Schläge gekriegt hat als Kind. Weiß ich, wie denen seine Eltern mit den Hunden umgegangen sind. Weißt du, da weiß ich nichts von. Ich weiß, dass dieser Typ schon, also... Ja, ist jetzt, das hört sich auch irgendwie so von oben herab, aber ist es nicht. Aber das ist halt jetzt nicht so, ist keine Intelligenzbestie, ja. Aber ist ein, der hat schon irgendwie Liebe im Herz, ist ein lieber Mensch. Ich meine, den kennen wir ja, seit wir hier wohnen, ja. Also wir kennen ihn und ja, es tut einem dann auch leid. Dann denke ich mir auch, nee, dann... soll er doch auch noch eine Chance haben. Aber wie gesagt, ich habe das nicht zu entscheiden. Das musste so oder so die Lena entscheiden. Und die hat sich halt auch... Also seitdem war jetzt der Hund auch nicht mehr da in diesem Gartenstück, wo der Zaun... Das Ding ist halt, ne? Das ist ein kleiner Zaun. Und dieser Hund springt hoch und beißt. So macht er das, ne? Also auch diese Gedanken, dass es jetzt die Ossi hätte sein können. Nee, hätte nicht, weil da er springt nicht über den Zaun. Er beißt auch nicht durch den Zaun. Er springt hoch und beißt dann in alles, was nah am Zaun ist. Also das war jetzt auch von Lena ein bisschen leichtsinnig, überhaupt so nah an diesem Zaun. Weil wir alle laufen da immer so einen Bogen drumherum, ne? Weil da sind auch Schilder. Naja, auf jeden Fall hatte der dann mal so den Zaun erhöht, hatte da sowas gebaut, aber das durfte er nicht. Jetzt wird ja, The Ghetto wird ja hier gerade aufgehübscht und ja, da hat die Managerin gesagt, mach diesen Zaun weg. Ohne aber diesem Mann auch wirkliche Anweisungen zu geben. Das finde ich halt auch so lächerlich, ne? Also sie hätte ja auch, klar, der Mann sagt jetzt ja, die Managerin ist schuld. Die Managerin sagte, ja, ich bin eh an der Allenschule, was hier los ist. Ja, okay, verstehe ich auch, ne? Aber sie hätte ja, weil sie ist ja eine patente Frau, sie hätte dem Mann sehen können, was da los ist und sagen können, ne, bitte sehr verantwortungsvoll damit umgehen, ne? Weil. Also so ein Kind in Lelas Größe hätte schon auch ins Gesicht gebissen werden können. Also ist schon scary. Aber wir laufen eh nie wieder da dran vorbei. Und ja, der Hund war jetzt bis jetzt auch nicht mehr draußen. Also nicht in diesem Gartenstück draußen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern und wie der Mann mit seinem Hund spazieren geht. Da möchte ich jetzt auch nicht drüber urteilen oder irgendwas. Oder will ich auch nichts drüber hören. Was ich halt gut finde, ist, dass der, eigentlich finde ich gut, dass er den Hund nicht an der Kette macht, ne? Weil hier sind auch viele Hunde an der Kette, ne? Das finde ich zum Beispiel schrecklich. Da frage ich mich, warum haben die Leute überhaupt einen Hund? Ne?
warum überhaupt, wenn sie den dann da an der Kette liegen lassen. Das verstehe ich gar nicht, ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich halt nochmal klar machen, ne? Nicht, dass das irgendwie missverstanden wird, dass ich irgendwie hier die Hunde zusammen Boxerin bin. Nein, bin ich nicht. Aber wenn jemand einem meiner Kinder etwas tut, dann kommt die Löwenmutter raus und dann raste ich kurz aus. Aber ich habe mich ja auch wieder gefangen. Ne? Ich habe mir auch gedacht, nee. Ich war auch im Nachhinein froh, dass der Baseballschläger bei Lisas Haus ist. Weißt du, sonst hätte ich den schnell geschnappt und wäre losgerannt. Nee, aber dann hätte mich auch... Willi ist schon das auch so lustig. Er ist so geil. Er rennt dann schon mal vor und wollte schon mal so mit den Leuten reden, ne? Weil er weiß, wenn ich ausflippe, dann ist rum. Und er ist schon so ganz schlecht. So, wo gehst du denn hin? Warum? Also ich muss jetzt den Hund zusammenschlagen. Es war witzig auch wieder. Im Nachhinein war es so witzig. Aber in dem Moment war es gar nicht witzig. Also, und auch das Lena, so, sie hat ja wirklich auch so in dem Moment, wenn sie so, guck mal, hast du schon mal so Füße gesehen, wollte sich da lustig machen, ne? Und hat direkt diesen Biss und hat auch direkt das aber auch so verbunden im Gehirn. Das finde ich auch so witzig. Hat so direkt, ja, okay, tut mir leid, aber das war jetzt ein bisschen hart, ne? Dieses Karma war ein wenig hart. Ja, aber war krass. Naja, ich musste das auf jeden Fall nochmal so klären, weil ich irgendwie, ja, also ich war ein bisschen entsetzt so auch über diese Schicko-Geschichte. Da ist da jeden Tag die Zeitung voll. Also sag mal, Deutschland, hast du keine anderen Probleme, frage ich mich dann. Ne? Hast du keine anderen Probleme? Darf Schicko leben oder nicht? Ja, er hat zwei Menschen totgebissen, warum wissen wir nicht? Also, oder weiß das irgendjemand? Wisst ihr, was da wirklich jetzt los war, ne? Also, was war denn da los? Warum war denn der Hund? Also, es kann zum Beispiel auch sein, es wird ja dann so gesagt, ja, der Mensch macht das Monster. Stimmt auch. Ich meine, ich habe ja schon lange jetzt Kampf und Erfahrung. Und ja, nee, sind geile Hunde. Aber was auch das Ding ist, die brauchen halt, man kann jetzt auch nicht sagen, oh, die haben die geschlagen, das... Also, oder vielleicht weiß man es ja auch, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mir auch nicht alles durchgelesen und so, mich interessiert es jetzt nicht so wahnsinnig. Ich überfliege auch News, ich will gar nicht da so mich rein, habe ich keinen Bock drauf, ne? Die Manipulation, ich will nicht. Ja, ja, auf jeden Fall kann ja auch sein, dass die zum Beispiel einfach zu weich waren, ne? Dass die diesem Hund keine Grenzen, also so einem Rüden mit so dicken Eiern, musste ja auch... Dem musst du ja auch Paroli bieten. Du musst ja auch der Herr im Hause sein dann quasi, ne? Sonst geht das nicht. Du kannst ja nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, die waren beide, glaube ich, körperlich, geistig, weiß ich nicht, behindert und haben dann ja gar nicht diese Autorität in sich, weil das brauchst du. Du brauchst eine gewisse Autorität. Das ist jetzt meine Meinung. Das ist jetzt auch kein Gesetz, ne? Ihr wisst, wie ich bilde mir halt meine Meinung und hause so raus, aber ich lasse mich auch gerne von Gegenteil überzeugen. Also wenn ihr da jetzt irgendwie eine andere Meinung habt, interessiert mich das auch. Aber ja, wie gesagt, ich glaube halt auch, dass Hunde auch eine... Und ich meine nicht Schläge brauchen die überhaupt nicht. Die brauchen mal so eine kleine Wasserdusche ab und zu. Oder mal so auf den Tisch gehauen, ne? Aber... Oder Gedanken, das finde ich ja auch so geil, ne? Das finde ich so geil. Meine Hunde, die treiben mich zu Weißglut manchmal. Also bei der Lola muss ich sagen, aber das ist ja auch nur so ein kleiner Sesselfotzer, ne? Ich kann gar nicht, da kann ich nicht. Da habe ich zum Beispiel gar keine Erfahrung mit so kleinen Kleffkötern. Wie kann ich ihr das Kläffen abgewöhnen? Wie geht's? Weißt du, wie oft am Tag ich so zusammenzucke, weil die blöde Nudde einfach aus dem Nix heraus anfängt zu kläffen. Ich so... Oh, ja, da habe ich auch schon mal sie so zusammengeschissen, ja. Da hat sie auch einen Tag die Fresse gehalten, aber dann war auch Ruhe. Und ich will auch nicht jeden Tag so eine Energie aufbringen und den Hund so zusammenscheißen, ne. Das ist ja auch nicht schön. Ne? Dann sitzt du so in der Ecke, guckst so, ja, nee. Ja, also wie gesagt, mit Kläffern kenne ich mich nicht aus. Aber die großen Hunde, gerade mit der Lulu bin ich so verbunden, da brauche ich sie nur angucken. Die weiß genau, ne. Und wenn ich dann so wirklich innerlich sauer bin, weil sie dann, zum Beispiel ist ja Wohnzimmer ist die Grenze, ich möchte nicht, dass sie darüber gehen, weil die Kinder essen da viel, dann werden die Teller ausgeleckt und so, ich mag das nicht, ne, so, gibt halt Regeln bei uns, Hund ist Hund, Mensch ist Mensch, bäm, ihr geht nicht über die Grenze, ne, hatten wir auch eine Weile ein Gitter, aber das stört, das nervt, so, habe ich gesagt, ihr wisst es jetzt einfach, ihr wisst es, ihr Köter, ihr wisst es, ne, so, und,
Wenn sie es dann immer wieder machen, also die Lulu ist da auch, die hört besser auf mich, einfach auf die Gedanken, die weiß, die war halt auch mein Alleinehund eine Weile. So, und wenn ich mir dann so im Gedanken so denke, so, nee, jetzt reicht's mir, jetzt gibt's ein paar in die Fresse rein und ich bin so richtig sauer innerlich. Glaubst du mal, dann gehen die. Dann gehen die. Mehr brauche ich nicht. Ich muss nur innerlich so sauer sein, dass ich jetzt in die Fresse reinschlagen würde. Und dann muss ich es gar nicht machen, ne? Funktioniert das bei Menschen auch eigentlich? Also, die Kinder habe ich so, glaube ich, nicht erzogen. Also bei Hunden weiß ich, geht das so. Bei Kindern, nee, da rede ich lieber, ne? Da unterhalte ich mich lieber über diese. Da werde ich auch nicht so sauer, ne? Werde ich nicht so sauer. Nur manchmal, da kriege ich so ein. Nee, aber nicht. Nee, Kinder machen mich nicht so sauer wie diese Hunde. Oh, machen die mich sauer. Die wollen es echt jeden Tag wissen von mir, du. Ja, langes Geseier mal wieder, wenig Sinn, wie immer. Ihr kennt es nicht anders von mir. So ist das Leben. Ach, ihr lieben Schnuckis, ey. Oh, ich will meine GoPro. Guck mal, jetzt gibt es hier nur noch so langweilige im Betten liegen. Aber es ist 8 Uhr oder so, ne? Also ich darf auch ganz gemütlich hier noch mit gutem Gewissen nach meine Haare, ne? Ihr denkt bestimmt so, boah, diese Drecksau, wie sie die ganze Zeit in ihren Haaren. Aber ihr müsst mich, ach, guck doch mal, ist doch ein Traum, ist doch ein Traum. Ihr müsst mich auch verstehen. Also das Ding ist ja, ich habe mir ja jahrelang den Kopf rasiert. Fand ich auch geil, ne? Fand ich super, war super bequem. Ich gehe auch oft schwimmen und so, das war einfach ganz toll. Habe ich richtig nochmal den Punk rausgelassen, hat mir Spaß gemacht, aber ihr wisst ja selber auch, dass jetzt auf einmal, also nicht jetzt auf einmal, aber schon seit ich wachsen lasse. Nee, also auf einmal haben sich ja alle hier die Seiten geschnitten und haben sich rasiert und haben gemacht. Ne? Da habe ich gedacht, nee, das möchte ich jetzt auch nicht mehr. Und außerdem brauchte ich auch eine Abwechslung. So, dann habe ich mir so einen kurzen, ganz kurzen Haarschnitt, das sah so toll aus. Also so, wie heißt denn das hier? Rosemary's Baby, ne? Kennt ihr den Film? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Uralt aus den 60ern. Uralter Film. Rosemary's Baby hatte auch so einen ganz kurzen Schnitt, fand ich so toll. Okay, aber ich wollte dann einfach mal wieder wachsen lassen. Und dieser Übergang, ja, wenn das zum Beispiel dann hier ist, man einfach von der Glatze war, es sieht so scheiße aus, so scheiße. Also ich habe ja dann auch gefärbt, ne, weil sonst hätte ich das gar nicht ausgehalten. Also ich bin eitel, gebe ich zu. Ich gucke gerne in den Spiegel und wenn ich dann immer nur so richtig scheiße aussehe, dann geht es mir auch nicht gut. Also habe ich dann ja mit dem Grün, ich habe dann grün gefärbt. Das war ja auch irgendwie witzig, aber ich meine, ich will manchmal meine Videos angucken mit diesem Grün. What the fuck? Was war das? Was war das für eine widerliche Frisur? Also manchmal wie so eine Schlumpfmütze oder so, ne? Ja, und jetzt, also dann darf ich jetzt auch mal einfach so, weil für mich ist es jetzt gerade so, als hätte ich jetzt von heute auf morgen so wunderschöne Haare bekommen. Ich finde es einfach toll. So lang und so orange. Das ist die Senna, ne? Wir Süßen, die ihr mir die Päckchen hier geschickt habt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, es tut mir leid. Ich bin ein ignorantes Schwein. Ich weiß jetzt nicht, wer mir das Henna geschickt hat. Eins war nicht gut. Eine Sorte, ist nichts passiert quasi. Und dann dieses, ne? Also ich war ja krank und dann. Ach, dann habe ich mich so vergammelt gefühlt. Und ich meine, die Haare waren ja auch, habt ihr gesehen, ne? Lola-Farben waren die. Dann habe ich gedacht, warte mal, ich habe mal diese eine Henna-Packung. Ja, okay, ich probiere es jetzt, ich mache es jetzt einfach. Ne? Habe ich mir das drauf gemacht, habe das schön lange drauf einwirken lassen und dann ist hier sowas. Ich habe mir ja noch nicht mal, ne, man sieht es auch hier so ganz, ich mache das immer so schlunsig, ne, aber guck doch mal. Ey. Und deswegen, ja, ne, weil Lisa hatte gestern so ein Video von mir geguckt, meint so, oh, ey, ne, wie du provozierst, du bist ja so eine Provoziersau, wenn du immer so mit deinen Haaren machst und so. Ich sage, ja, ey, sorry, ne? Ich mache das ja nicht, um zu provozieren, überhaupt nicht. Ich mache das, weil ich hier in diesem scheiß Handy mich sehe. Und ich bin halt auch ein selbstverliebtes Stück, ne? Der redet mal mit dem Ivan, der Ivan kann euch das bestätigen. Der hat mich schon immer selbstverliebtes Stück genannt. Und ja, can't help it. Can't help the cuteness is real. Nee, aber ich bin auch auf der anderen Seite auch ganz uneingeschränkt. Ne, ihr wisst das ja. Bödefeld, ich sag nur Herr Bödefeld, also ne. Aber wenn es dann noch gerade mal hier so geil liegt und ich könnte den ganzen Tag mich jetzt angucken und mit meinen Haaren spielen, ne? Ich bin ja echt.
Bin leicht zufriedenzustellen, ihr Lieben. So, ja, dann setze ich mir jetzt gleich mal einen Computer und schnibbel die Schnappmatte. Das ist ein Video. Ich dachte halt wirklich, das wäre wichtig, dass ich das nochmal sage, ne? Dass hier nicht so ein, weil ich wurde ja früher schon mal, ne? Weil ich immer so die Uschi Hure nenne oder die Hunde Fotze und so, ne? Dann denken die Leute, ich wäre nicht tierlieb. Und weil ich auch Fleisch esse. Oh. Aber ich muss euch ja sagen, ne? Ich esse. Ja, ihr wisst ja, nur von den Kühen, die in Kauai gegrast haben, ne? Das Fleisch esse ich. Ja, schlimm, schlimm, schlimm bin ich weiß. Aber. Ich komme mir einfach zu manipuliert vor. Ich meine, wie gesagt, ich war ja schon mal Vegetarier, wisst es ja, ne? Auch lange. Aber nee, das, ja, dann denkt ihr jetzt, ich bin so ein Aluhutträger, ne? Bin ich ja nicht. Ich bin nicht so ein, aber ja, bei diesen ganzen Verschwörungstheorien oder überhaupt, da ich so das Gefühl habe, von den Medien beeinflusst zu werden, ich fühle es halt so und dann wehre ich mich ein bisschen dagegen, möchte ich halt nicht, aber. Nee, ein Aluhut. Ich glaube, das bringt nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht wofür. Ja. Also, ne, so. Ich bin da so ein Mittelding. Ich versuche mit meinem Bauch zu gehen. Und ja, damit geht es mir ganz gut, ihr lieben Leute. Wisst ihr schon, ich wiederhole mich. Ich langweile, ich weiß. Bla bla blub. Blub, blub, bla. Ja, dann wollte ich nochmal schnell sagen, das Wetter, ey. Ich sag euch ja, es ist grau, 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 grau. Und auf der Insel Kauai, da wo wir unser Fleisch, jetzt werden wir vielleicht gar kein Fleisch mehr bekommen. Jetzt wird es vielleicht einen Engpass geben. Warte mal, ohne Scheiß. Weil die Insel ist landunter, ne? Also, ich bin schon wieder Mother Nature, Universe, I love you so much. Ich bin so dankbar, ihr lieben Leute. Ne? Wetter ist ja was, das macht mir ja, seit ich hier in Hawaii lebe, schon immer ein bisschen Angst, ne? Also ihr wisst ja, ich neige zu Ängsten und dann ja, Wetter, Wetter. Auf einer Insel, das ist schon krass. Auf jeden Fall haben wir hier nichts davon mitbekommen. Nichts, nichts, nichts. Es hat so geregnet, auch hier auf der East Side. Wir sind ja West. Warte mal. Wir sind in YY West. Und an der East Side, on the, warte mal, wie geht denn das? An der East Side war voll the rain coming down und so war so Flash Flood und so, ne? So Blitzflut was going on. Und ja, East Side ist eigentlich, haben die alle Kohle, da, dann ist mir das immer irgendwie egal, ne? Dann denke ich mir, ja, die haben alle gute Versicherungen, die verlieren ja dann nichts, außer vielleicht ein paar persönliche Gegenstände, aber das sind ja alles nur Gegenstände, ist ja egal. Es ist ja keiner verletzt und nichts, es war nicht gefährlich. Aber da hinten ist halt auch so ein kleines Örtchen, das heißt Waimanalo, das ist so ein richtiges Original Hawaiian Village und ja, da gingen Sturzbäche durch die Häuser durch, also da habe ich dann schon so gedacht, wow. Weil ich hier immer ausraste, wenn es so dolle regnet und so und alle lachen mich immer aus. Ja, jetzt wisst ihr warum, ne? Warum ich. Aber wir haben hier viele Kanäle rundherum. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ne? Nix. Ja, auf jeden Fall war hier an der East Side, dann war in Kauai, das ist die nächste Insel. Und da sind jetzt richtige Notzustände. Da sind die da Schlamm am Pumpen und hier wie in Ostdeutschland immer, ne? Wenn das da so Hochwasser. Hochwasser heißt, genau, Hochwasser. Ganz schlimm, ja. Also da bin ich einmal mehr dankbar, dass dieser Kelch an uns vorüberging, ne? Weil ich mit so Wetterkatastrophen, ey, da bin ich ja auch, dann bin ich direkt so ein ängstliches Wrack. Und dann muss ich mich da wieder rausholen, dann bin ich auch wieder normal. Aber so der erste, so bin ich, ja. Sorry. Sorry for the craziness. Deswegen hat ja die Lena auch, als sie da saß und geweint hat wegen dem Hundebiss, ne, als sie mich dann gehört hat, musste sie direkt lachen, ne? Die machen sich lustig über mich, über meine Geisteskrankheit. Aber ja. Okay, ich meine, es ist ja auch bescheuert. Ich weiß ja selber, dass es bekloppt ist. Aber hier habe ich schon oft am Fenster gehangen nur und habe geguckt, dann ist die Straße schon so voll. Dann denke ich, fuck, ey. Aber wie gesagt, ne, wir hatten hier schon Regenfälle, dass es wirklich wie aus Eimern goss. Und es war nichts im Haus, nichts, noch nicht mal ein Tropfen. Von daher denke ich, haben wir eine gute Lage. Ne? Das hat ja auch viel damit zu tun, wo dein Haus steht, nicht wahr? Ja.
Ansonsten, ansonsten geht nichts ab bei uns, ne? Nee. Ansonsten geht nichts ab. Die Hydration von gestern, ne, das ist auch. Doch darüber möchte ich jetzt noch mal ganz kurz reden, noch mal einen ganz kleinen Abschluss, weil das war ja völlig verrückt. Meine Reaktion war ja völlig verrückt. Ey, das war so eine krasse Scheiße. Das hat mich so getriggert und da ist das wirklich, ich meine, das Wort ist ja jetzt auch schon so ein Modewort. Man benutzt das ja für alles Mögliche, aber es hat diese Message, die ich da gelesen habe, hat mich zurückversetzt in Zeiten, wo es wirklich schlimm war. Ich finde, also das Einzige, was mich jetzt noch schockt, ist, dass dieser Mensch echt immer noch die Power hat, da gewisse Knöpfe zu drücken. Bei mir nach 28 Jahren. Das hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt. Und ich möchte da auch an meiner inneren Balance und Stabilität arbeiten, weil das ist ja der krasseste Scheiß überhaupt. Wenn ich mir jetzt heute diese Texte da denke, ich, ja, du arme Wurst, mehr denke ich gar nicht. Da denke ich, das geht mir gar nicht rein. Also, was war denn da los? Was war da los? Das ging mir so tief rein, das hat mich so verletzt. Und ja, nee, aber völliger Schwachsinn. Ich kratze mich immer so wie so ein Mann. Natürlich hier so ein Bart. Ja, habe ich nicht. Ich habe keinen Bart. Ich habe nur ein. Da. Ein so ein Hexenhaar. Das muss ich mir jetzt auch mal wieder rausziehen. Naja, aber ihr merkt, ich habe ADHS. Ich springe schnell von Thema zu Thema. Ich bin schnell abgelenkt, aber ihr kennt es ja nicht anders. Ne? Ja, auf jeden Fall fand ich es mega krass, wie mich das verletzt hat, wie tief rein das ging. Also ich habe überhaupt gar keine Barriere, ne? Bin schon ganz schön offen so. Da, dann denke ich mir wieder, boah, habe ich ein Glück, dass ich hier lebe, so dass ich hier will ja keiner was von mir, ne? Hier verletzt mich gar niemand, hier will mir niemand was. Habe ich echt Glück gehabt, weil ich bin so offen. Also so für alles, das kommt so rein und ist dann voll tief drinnen, ne? Das ist so. Das war ein Trip, ey. Glaubt mir, ihr lieben Leute, das war ein Trip. Ein Trip in so Vergangenheit hinein war das, gefühlstechnisch, ne? Ein Gefühlstrip. Voll, ich war in diesen Gefühlen damals, nach der Trennung. Ja. Und dieses Ding so um den Nils kämpfen und so, da war ich voll drinne bei meinem erwachsenen Kind. Oh, ey, krass, ne? Also ich hab's auch nicht mehr alle. Da hat auch jeder recht, der sagt, dass die Britta hat sie nicht mehr alle. Ja, ist wahr. Ich bin völlig. Aber ich bin happy dabei, gell? Meistens bin ich happy. Also klar, gestern war ich dann nicht happy, habe ich geweint ein bisschen, aber ist okay. Hat auch, das ist ja auch wie so ein Cleansing, ne? Hat mich auch. War gut, ey. War gut, dass das mal rauskam. Es war auch. Vielleicht ist es jetzt auch weg, ne? Vielleicht ist jetzt auch dieses Komische. Jetzt habe ich da nochmal so genau hingeguckt und war ja nochmal da. Wie krass, ne? Das war eine Reise nochmal zurück. Eine krasse Gefühlsreise. Also danke dafür. Fand ich interessant. Ich bin auch überhaupt nicht sauer. Also ich bin voll. Ja, alles super. Also ich denke jetzt auch nicht, boah, was ein Wichser und so denke ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Jetzt ist er, ich bin total over it. Ich denke mir so, ja Mensch, also eigentlich, ja, tut es mir da jetzt auch schon wieder leid, Mensch. Das muss doch alles nicht sein. Weißt du, ich bin halt auch friedlich. Ich finde Streiten unnötig. Also klar, auskotzen, ja. Und auch mal Meinung sagen, finde ich auch super, ne? Also zum Beispiel hätte ich gar kein Problem damit, wenn jetzt jemand meine YouTube-Filme guckt und dann mir eine Message schreibt. Ey, und kurz nochmal, warum kann mir bei meinem YouTube keiner eine Message schreiben? Was ist denn da los? Was habe ich da falsch gemacht? Könnt ihr mir das beantworten? Ich habe es schon gegoogelt, ich raff's aber nicht. Was ist denn los? Warum? Ich möchte gerne, dass man mir auch Nachrichten schreiben kann, fände ich viel besser, ne?
Da muss man aber mal, ihr könnt auch bei mir in den Kommentaren euch auskotzen, da darf alles reingeschrieben werden, ist mir echt egal, ne? Also nee, ist mir egal, hört sich blöd an. Es hört sich so gleichgültig an. Nee, ist voll cool, dürft ihr, ne? Ist voll cool, ihr dürft mir auch in die Kommentare alles reinschreiben, ne? Das kann ich ja, wenn ich denke, nee, das darf da nicht stehen, könnte ich das ja theoretisch löschen, aber na, ist okay. Also ja, weil ich sagen wollte, hätte er mir jetzt eine Nachricht geschrieben, ja, und gesagt, boah, ey, bist du gestört oder was? Was ist bei dir los? Was lädst du denn da für eine Scheiße bei YouTube hoch? Da hätte ich gelacht, hätte ich gesagt, ey, was? Lass mich in Ruhe, ist mein Hobby, macht mir Spaß, ist mein Tagebuch, ist mein mich sammeln, ist meine Therapie, ist mein alles. Nee, nicht mein alles, aber ist und es ist gut, wie es ist für mich, gell? So, hätte ich da drauf ganz normal reagieren können. Weißt, mir ist doch klar, dass das, ich spuck schon, mir ist doch klar, dass ich, dass ganz viele Leute das nicht cool finden und dass auch ganz viele Leute denken so, boah, ist die durch, die Alte, ne? Das ist mir doch klar, Mann, das weiß ich. Aber ich für mich mag es halt und es treibt mich überhaupt nicht in die Öffentlichkeit. Mensch, ich bin doch nicht blöd. Also wenn es mich wirklich in die Öffentlichkeit treiben würde, würde ich das doch ganz anders aufziehen. Also als erstes würde ich mich mal schminken. Würde mal machen, dass ich irgendwie gut aussehe und nicht morgens nach dem Aufwachen hier im Bett irgendwie meinen Gedanken freien Lauf lassen. Nee, das würde ich so nicht tun. Da würde ich schon mich an anderen YouTubern orientieren und versuchen, das irgendwie auch so hinzukriegen. Also ich bin doch nicht doof. Ja? Also wenn ich das wirklich jetzt mich in die Öffentlichkeit jetzt treiben würde, wenn ich wirklich jetzt voll Bock drauf hätte, hier big in YouTube zu werden. Mensch, dann würde ich das anders machen. Dann hätte ich auch Facebook, da hätte ich eine Facebook-Like-Seite und Facebook, da hätte ich Instagram, da hätte ich Snapchat und würde dann das auch genauso wie die YouTuber das machen, würde ich das auch machen. Mann. Ne? Was soll denn das? Das ist für mich. Das macht mir Spaß. Ich meine, klar, ich bin viel aktiver geworden, seit ich kein Facebook mehr habe, aber das habe ich doch auch schon jetzt erklärt. Weil ich eben diesen Part von Facebook mochte ich, dass ich irgendwie so gucken konnte, was war denn vor einem Jahr und so, ne? Und jetzt auch, Mann, jetzt habe ich mir gerade vor ein paar Tagen, habe ich mir angeguckt hier auf YouTube von Goldig, heißt der, glaube ich, so ein kleines Video, Goldig. Und da sehe ich die Ossi und den La als klitzekleine Babys. Ich kann nicht mehr, weißt du, ich so, Lena, guck mal. Und die Lena so, oh Mama, hör niemals auf, YouTube zu machen. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach auch, ne? Es ist ja jetzt auch nicht immer nur Laber-Laber, aber dieses Laber-Laber habe ich auch schon mal erklärt, warum ich das mache. Ich mache das für mich, um noch näher zu mir zu kommen. Also, ja, das hört sich verrückt an, ich weiß. Ich weiß, das hört sich total crazy an. Und ich habe auch kein Problem, wenn Leute denken, ja, die ist verrückt. Ist wahrscheinlich auch. Was leuchtet denn hier? Das gefällt mir nicht. Geh weg. Mach mal weg hier die Scheiße. Ihr lieben Leute, mach's mal weg. Naja, auf jeden Fall, ne? Also wollte ich nur sagen, ich weiß, dass ich in euren Augen, oder nicht in aller eurer Augen, aber in mancher Leute Augen verrückt wirke und das ist voll cool. Ihr dürft mir das auch sagen. Ist alles okay. Ne? Und ihr dürft euch auch genervt fühlen, aber dann habe ich halt den Tipp, dann könnt ihr ja nicht mehr gucken vielleicht. Das würde ja irgendwie Sinn machen, weil etwas, was nervt, sich das immer wieder zu geben, das ist ja dann schon wieder Masochismus. Masochismus. Muss schon nicht sein. Ja, okay, ihr Süßen. Mein Speicherplatz wird knapp. Ihr Schnuggis, ich gehe jetzt runter und bearbeite das mal eben und ja, wollte einfach mal sagen, The Brita ist real und ich möchte hier niemanden ärgern. Ich habe diesen Kanal nicht, um Leute zu provozieren. Ich habe ihn, um mich zu sammeln, um meine Erinnerungen festzuhalten und so weiter. Und I love you, meine kleinen Schnuppis. Dich nicht, Richter Unhold. Also Richter Unhold, der macht sich jetzt wieder hier. Ne, macht er jetzt wieder so Küsse. Nee, fuck y'all. Hey, Biatch, wie kriegt das jetzt aus?